Hallo Leute, es ist euch gegrüßt, ich bin's, euer Dilly von Dillys Movie Paradies. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich heiße gerade dich hier bei mir zu Hause in meinem Halloween-Zimmer. Doch recht herzlich willkommen und ich wünsche euch mega, dass gerade du dir mein neues Video hier auf YouTube reinziehst, okay? Heute bei mir im Programm, ganz kurz, ich hoffe euch, gerade dir geht es gut, ja? Heute bei mir im Programm ein 500 oder mein 500 Abonnenten Special Video, wo es halt eben was zu gewinnen gibt und wo ich halt eben mich doch recht herzlich bei euch und gerade halt eben bei dir als Abonnent doch vom ganzen Herzen, also von hier, ja, mich bedanken möchte. Und ich werde erstmalig auch noch einen anderen YouTube-Kanal bei mir hier in diesem Video mal vorstellen. Das alles kommt jetzt nach dem Intro und ja, ich sag jetzt mal so, den Gewinn oder das Gewinn, was, ne, das ist der Gewinn, der ist, glaube ich, richtig, der Gewinn, den Gewinn, richtig, so heißt das, ne, den Gewinn, den es hier zu gewinnen gibt, hier bei mir auf meinem Kanal, ja, ich sage jetzt mal so, ich kann nicht jedem gerecht werden, ich denke mir aber, das, was ich halt eben zur Verfügung stelle, ja, ist auch nicht so schlecht und ich hoffe, dass der ein oder andere mitmacht, beziehungsweise erhoffe ich mir, dass du das noch nicht bei dir in deiner Sammlung hast, okay? Also, jetzt kommt mein Intro, dann werde ich halt eben meinen Kanal kurz vorstellen und dann werde ich dir mal zeigen, was du ja hier bei mir gewinnen kannst, okay? Ich kann dir schon mal einen kleinen Tipp geben, auf jeden Fall, ich bin der Präsident. Oder aber auch, I'll be back. In diesem Sinne, viel Spaß, bis gleich. Und ach so, viel Spaß und bis gleich. So, hier bin ich wieder und ich möchte zuallererst, ja, also wirklich hier vom ganzen Herzen, also von tief in mir drinnen, ja, mich recht herzlich bei euch allen und gerade halt eben bei dir dafür bedanken, dass du ein Abonnent meines Kanals bist. Bei mir ist es halt eben so, ich habe jetzt derzeit, ich glaube, irgendwie knapp an die 560, also eigentlich gehe ich schon auf die 600 Abonnenten und das ist halt eben ein 500 Abonnenten Special Video, wo es halt eben was zu gewinnen gibt. Ich meine, kurzzeitig, wirklich, also innerhalb von 10 Tagen oder 2 Wochen, habe ich schon 60 neue Abonnenten hinzugekriegt. Das freut mich natürlich, ganz klar, auf jeden Fall. Und ja, ich habe mir halt eben gedacht, okay, 500, das ist ja schon nicht von schlechten Eltern, dass ich mich halt eben auf jeden Fall mal hier bei euch erkenntlich zeigen möchte. Okay? Und ja, was soll ich sagen? Also mich freut es, dass es mehr geworden sind, ganz klar, definitiv, ja. Aber dennoch, ich bin ganz ehrlich, ja, mit dem, was ich hier auf YouTube erreicht habe, mit den Videos, die ich halt eben hochgeladen habe, wie auch immer und so, ja, ganz ehrlich, mehr wie zufrieden und ja, also ich kann an dieser Stelle nochmals, ja, vom ganzen Herzen, ja, wirklich 560 Mal recht herzlichen Dank dafür sagen, dass du meinen Kanal abonniert hast, gegebenenfalls dir alle Videos reingezogen hast oder schaust oder regelmäßig oder wie auch immer oder nur ab und zu. Aber Hauptsache ist auf jeden Fall, dass du ein Abonnent meines Kanals bist. Und ja, das macht mich echt total happy. Und ich hätte gleich schon voll rot. Ja, egal. Auf jeden Fall, ja, nochmals. Ne? Also hier, vielen, 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 vielen lieben Dank. Und ja, ich hoffe, der Gewinn wird euch auf jeden Fall doch zusprechen. Okay? Apropos sprechen, ich werde jetzt mal bezüglich einen anderen YouTuber mal reden. Also ich habe selbst noch nie einen anderen Kanal hier bei mir auf meinem Kanal vorgestellt, das ist quasi das erste Mal, ja, und es ist auf jeden Fall so, es handelt sich bei diesem YouTuber, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, um ein, ja, Kind, es ist für mich ein Junge, der ist relativ jung, also ich vermute mal oder schätze mal sein Alter so auf 10, maximal 12, höchstens 13, also jünger ist dieser Kollege hier halt eben nicht, und ja, was soll ich sagen, also ich bin mal vor, keine Ahnung, 2-3 Wochen mal, ja, ich habe so mal ein bisschen die Lage gecheckt hier auf YouTube, ja, bin ich halt eben mal auf seinen Kanal gestoßen und er hatte diese Michael Morris Clowns Mask, diese Mikey Mask halt eben dann vorgestellt, präsentiert und als ich dieses Video angeklickt habe, ne, und mir das angeguckt habe, da habe ich im ersten Augenblick gedacht so, boah, ey, weißt du was, ey, hör mal, bist du eigentlich nicht viel zu jung für sowas, ne, zumal Rob Zombies Halloween FSK 18 und der ist ja schon äußerst, ja, teilweise doch brutal und da habe ich mir nur gedacht so, das gibt es nicht.
Aber andersrum habe ich mir halt eben gedacht, Didi, was redest du da für eine Kacke zu dir selbst, ja? Weil jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie alt wart ihr denn, wo ihr quasi die ersten Halloween-Filme geschaut habt, ja? Oder aber auch erst ein großer Freitag, der 13., also halt eben ein Jason Voorhees-Fan und also mega, der macht echt klasse Videos. Der hatte sich letztens ein paar Masken, so Rohlinge, in China bestellt, das Stückpreis für 2 Euro und hat die quasi zu Hause selbst kreiert, gestaltet, bemalt, wie auch immer. Und ey, ich finde das toll, ganz ehrlich. Ich finde das echt mega, dass da wirklich so ein kleiner Knieps ist, ja, der förmlich so viel Spaß und Freude, diese Leidenschaft in sich trägt, in diesem jungen Alter hierfür, ja, das ist echt phänomenal und ja, ich feiere dich, ganz ehrlich. Also wenn du dieses Video siehst, ja, ich finde das echt mega von dir, ganz ehrlich, ja. Also mich hast du auf jeden Fall förmlich als Abonnent gewonnen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich bin ein großer Fan von dir. Die Rede ist von Horrorfan on YouTube, okay? Also ich würde seinen Kanal mal hier in dieser Videobeschreibung mal verlinken und ihr würdet mir alle, ganz ehrlich, ja, und auch gerade ihn, ja, ich denke mal, eine große Freude bereiten, wenn ihr mal auf seinen Kanal geht, mal ein Abo da lässt, eventuell mal ein, zwei, drei Videos von ihm anschaut. Er hat auch, glaube ich, relativ wenige noch, ich glaube irgendwie so 6, 7 Stück oder so, ja. Aber ich finde es echt mega und ganz ehrlich, ja, du bist die Zukunft, ja, die nächste Generation von morgen, was dieses Franchises hier halt eben betrifft. Und das finde ich richtig cool. Deswegen feiere ich dich. Und ja, was soll ich sagen? Ich meine, du gehst ja, denke ich mal, noch zur Schule. Also ich hoffe, dass du noch zur Schule gehst, ja. Und trotz alledem muss ich dir halt eben sagen, bitte, bitte, bitte für dich selbst, ja, fokussiere dich hauptsächlich erstmal auf die Schule, versuch gut zu sein in der Schule, ja, versuch gute Noten zu schreiben, ja, weil ganz ehrlich, und jetzt kommt es, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, in deinen jungen Jahren, du hast das ganze Leben noch vor dir und die Schulzeit ist mit die entscheidendste Zeit deines Lebens, denn diese wird halt eben darüber entscheiden, in welche Richtung deine Zukunft quasi geht und deswegen ist es halt eben verdammt wichtig, dass du natürlich dich auf deine Schule zuallererst konzentrierst und was du in deiner Freizeit machst, ja, das kann jeden egal sein, beziehungsweise kannst du gestalten, wie du Lust und Laune hast. Auf jeden Fall, ich finde es cool, dass du dich in deiner Freizeit, hoffentlich in deiner Freizeit, damit beschäftigst, ja. Das wiederum finde ich echt viel cooler für dich selbst zu wissen, ja, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, mit den falschen Jungs abhängst, ja, geschweige denn auf die schiefe Bahn gerätst. Damit will ich sagen, ja, Alkohol, Drogen, Schlägereien, ja, ganz ehrlich, ich hoffe, du bist ja nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ne? Ich hoffe nicht, dass das irgendwann so bei dir eintreten wird, dass du halt eben dann mit in diese Welt quasi hineinrutscht. So ist, glaube ich, richtig. Und deswegen feiere ich dich. Ich finde es echt mega cool. Und wie gesagt, ihr könnt gerne mal da auf seinen Kanal gehen. Lasst bitte ein Abo da. Ihr würdet mir eine Freude machen. Und gerade ihm, ja, weil wie gesagt, er ist ein Kind, ja. Und ich sage jetzt mal so, es gibt doch nichts Schöneres zu wissen, wie einen anderen eine Freude zu bereiten. Egal, wie groß die Freude ausfällt, ja. Auf jeden Fall, gerade bei kleinen Kindern. Ich denke mal, ihr werdet sich auf jeden Fall mega dolle darüber freuen. Und wie gesagt, ne, also ich feiere ihn und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal. Das wäre richtig cool. Zumal, jetzt kommt es, ich wurde ja vor eine längere Zeit mal getaggt, bezüglich halt eben diesen Liebster Award Tag, dieser 11-Fragen-Tag. Und da ist unter anderem eine Fragestellung, die möchte ich doch jetzt vorab schon mal beantworten. Und zwar lautet die Frage, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist, ja. Auf jeden Fall lautet die Frage so, mit welchem YouTuber würdest du denn gerne mal ein Video drehen? Und ganz ehrlich, seitdem ich seine Videos kenne, gesehen habe und ich letztens auch ein bisschen mit ihm geschrieben habe, ja, muss ich ganz klar sagen, mit Horrorfilm und YouTube würde ich echt zu gerne mal ein Video machen. Alleine zu wissen, mit so einem kleinen Jungen mal über dieses ganze Franchises um Halloween, Friday oder Freddy, er hat sich auch einen Freddy-Handschuh bestellt auf Amazon und ganz ehrlich, ich finde es richtig cool. Und deswegen würde ich halt eben gerade mit dir halt eben doch sehr gerne irgendwann mal ein Video machen. Gerade mit so einem kleinen Jungen, ja, der schon förmlich hiervon mitreden kann, das ist echt der Wahnsinn, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, das war's. Ich hoffe, du freust dich, dass ich dich halt eben dann hier erwähnt habe, sofern du dieses Video gesehen hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall mit deinem Kanal alles, alles Gute, dass du ganz viele Abonnenten kriegst. Und wenn du mal groß bist, also das heißt erwachsen bist, ja, und für mich dein eigenes Geld verdienst, dann wirst du dir sowas und noch vieles mehr. Ich hoffe, dass du diesem Hobby treu bleiben wirst, ja. Gerade in diesen jungen Jahren ist das eine echt tolle Sache, zumal man diese Filme in diesen jungen Jahren ganz anders sieht als Erwachsene.
Ich kenne es selber, ja, zumal ich damals, ganz kurz, ja, bei Freitag der 13., da war ich selber, keine Ahnung, wo ich die Erstsichtung hatte, wie alt war ich denn da? 8 oder 9. Und das war halt eben ganz anders wie heute. Obwohl es heute natürlich auch richtig cool ist, aber ich denke mal, ihr alle und gerade du, ihr könnt das, denke ich mal, irgendwie nachvollziehen, wie ich das halt eben versuche rüberzubringen. Okay? Auf jeden Fall, wir kommen jetzt zu meinem Gewinn, was es halt eben hier zu gewinnen gibt. Ich präsentiere euch jetzt quasi das, was es zu gewinnen gibt. Das kommt auf jeden Fall schon mal weg. Ganz kurz, und zwar, Achtung, auf jeden Fall, ich schalte es mal hier in die Kamera. Zu gewinnen gibt es einmal I'll Be Back, Terminator, Arnold Schwarzenegger, ja, aus Terminator 2, ja, Judgment Day, das ist das 3D-Steelbook, es ist noch neu in OVP, wie man sehen kann, das gibt es auf jeden Fall zu gewinnen, ja, und da setze ich halt eben noch oben einen drauf und tue halt eben dann noch die Blu-ray, diese wunderschöne Steelbook-Edition von Terminator 1, also den ersten Teil mit Arnold Schwarzenegger von 84 mit in das Paket. Ist zwar nicht mehr neu in OVP, dennoch halt eben in einem absolut neuwertigen Zustand. Und hier ist echt keine Delle dran, hier ist gar nichts dran. Das kommt auf jeden Fall auch noch mitten in das Paket. Ja, dann hatte ich ja schon mal in so einem Video angekündigt, dass dieses T-Shirt ja zu Terminator 2 Judgment Day Größe L halt eben dann mit in dieses Paket wandert zusammen. Halt eben dann mit den Filmen. Der Didi wäre aber nicht der Didi, wenn ich halt eben noch das ein oder andere an Süßkram, Süßigkeiten, wie auch immer, oder Schnuck, wie man das halt eben bei uns sagt, ja, mit in das Paket packt. Auf jeden Fall einmal die Milka-Schokolade. Es ist irgendwie eine neue, keine Ahnung, Blue oder so heißt sie, mit irgendwelchen Leibniz-Butterkeksen oder so, keine Ahnung. Die halte ich hier mal in die Linse, die kommt auf jeden Fall mit in das Paket. Dann, richtig cool und retro, oldschool, ja, Haribo Happy Cola. Die schmecken mir persönlich richtig gut, ja, das ist halt eben noch Süßzeugs, ja, aus den 80er, 90er, wo ich selber noch ein Kind war. Das kommt halt eben noch mit in das Paket. Dann eine Dose Rockstar Zero, die kommt halt eben auch in das Paket. Und last but not least noch eine Dose Pepsi. Okay? So. Aber das war noch nicht alles, denn jetzt kommt Didis berühmt-berüchtigten Schokiflips. Kennst du die? Ey, die sind echt mega lecker, ganz ehrlich. Also jeder, der die mal von mir geschenkt gekriegt hat, ja, der war echt total begeistert. Also es sind ganz normale Flipse mit Schokoladengeschmack und ja, unser Sandmännchen, ne? Also ich habe die selbst auch in keinem anderen Geschäft gesehen, außer bei uns im Realmarkt. Und ja, keine Ahnung, also bis jetzt hat die nirgends irgendeiner, keine Ahnung, die irgendwo gefunden. Auf jeden Fall, die wandern halt eben dann mit da rein. Und das ist halt eben das Gewinnerpaket, was es zu gewinnen gibt. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz kurz, denn ich habe was vergessen, okay? Was noch in das Paket kommt, und zwar passend zu den Filmen kommen diese zwei NECA Real Toys hier. Seht ihr die? Das ist einmal der gute Arnie und einmal der böse Arnie. Die kämpfen quasi so gegeneinander, so dicht wie WWF. Damals Wrestling Kitchen, ja. Und die sind richtig cool. Also so ein Dropkick, die spielen hier ein bisschen. Auf jeden Fall, die sind richtig nice, richtig cool. Diese waren dann halt eben dann mitten in das Paket. Und ich denke mal, derjenige, der das halt eben dann gewinnt, der kann sich dann zu Hause so eine kleine, schöne Terminator-Ecke, ja, bauen, basteln, wie auch immer. Auf jeden Fall, was du dafür machen musst, ist eigentlich ganz einfach. Ja? Du musst förmlich nichts Großartiges tun, außer meinen Beitrag, sofern du Facebook hast, liken, ja, beziehungsweise auf deine Chronik posten und ein bisschen Werbung für mich zu machen. Okay? Also, das wäre auf jeden Fall sehr nett, damit ich noch größer werde. Nein, Quatsch, alles gut, das war jetzt nur Spaß. Okay? Also, wie gesagt, ich bin mit den Abonnenten, die ich habe, zufrieden, ganz ehrlich. Und das sollst du nicht, auf keinen Fall. Also, das möchte ich auch gar nicht. Ja? Wie gesagt, ich habe halt eben das alles so hier mit diesem YouTube-Kanal für mich jetzt so erreicht, wie ich das halt eben haben wollte, ohne es großes Aufsehen. Und wenn halt eben einer meint, er müsste meinen Kanal abonnieren, da freue ich mich, ganz klar. Und wenn nicht, dann ist es halt eben auch für mich okay. Ja, deswegen. Auf jeden Fall. Das war jetzt nur Spaß mit dem Facebook. Ne? Auf jeden Fall. Wir machen das so. Und jetzt kommt es. Ist eigentlich ganz einfach. Derjenige, der mitmachen möchte. Am liebsten wäre es natürlich, wenn das halt eben ein Abonnent meines Kanals ist, der das gewinnt, ne? Das kann ich aber halt eben nicht hervorsehen. Auf jeden Fall wäre es sehr nett, wenn du diesem Video ein Like nach oben geben würdest, okay? Und unter anderem musst du nichts anderes tun, wie dieses Video kommentieren. Dann machen wir das so, dass quasi alle, die mitmachen, die schreibe ich dann auf einen Zettel auf, ja, alle so gleich groß, die falte ich dann schmeiße ich die schon mal in so eine Kiste rein, schüttel dann so ein bisschen und dann ziehe ich halt eben ein Namen raus und das wird quasi dann der Gewinner sein, okay? Auf jeden Fall, wir haben heute Mittwoch, den 25. März, ist falsch, sondern 25. April 2018 und wir lassen das Gewinnspiel laufen bis nächste Woche Freitag, ich glaube, das ist der 4. Mai, wenn ich das so
Richtig im Kopf habe, okay? Und zwar bis abends 19.59 Uhr bzw. 20 Uhr. Da ist auf jeden Fall dann die Deadline. Und dann habt ihr quasi, ja, ich weiß nicht, neun Tage Zeit. Und dann werde ich, denke ich mal, an den Sonntag dann das Gewinnervideo halt eben dann hier raushauen, okay? Jetzt natürlich die Frage, wie könnt ihr mitmachen? Wie gesagt, ihr müsst quasi nur dieses Video bzw. Ja, dieses Video, ne, kommentieren. Und dann seid ihr schon förmlich mit dabei. Aber das, was ihr kommentieren müsst, das ist entscheidend, okay? Also nicht einfach irgendwie hinschreiben, hier toll und keine Ahnung und ich mache da gerne mit und das war's. Also nein, so nicht. Und zwar, wir machen das Folgendes, ja? Ihr schreibt, beziehungsweise du schreibst jetzt, und jetzt hör genau zu, was, wie du dieses Video hier kommentierst, damit du mitmachen darfst, ja? Damit das halt eben auch zählt, okay? Du schreibst einfach rein. Didi, also ich jetzt, ja? Okay? Also du schreibst einfach rein. Didi, ich hab dich lieb, okay? Also nicht okay, also einfach hinschreiben, Didi, ich hab dich lieb, und jetzt kommt es, das ist ganz entscheidend, das muss da rein, ja. Didi, ich hab dich lieb, yee. Das wirst du bestimmt noch nie gehört haben, auf jeden Fall gibt es dieses Wort, ja. Und ja, ich habe dieses Wort halt eben von einem ganz besonderen Menschen kennenlernen dürfen und ich feiere dieses Wort. Auf jeden Fall, yee wird wie folgt geschrieben, Y, also merkt ihr das, Y-E-J-J, okay. Also wie Yvonne, Eva, Jasmin, Jasmin. Also Y-E-J-J. Und dann, tu mir bitte den Gefallen, damit das auch alles wirklich zählt, ja, musst du dahinter mindestens, jetzt kommt es, mindestens 10 rote Herzchen dahinter setzen, okay? Also wird quasi dieses Video, dieser Beitrag, diese Kommentare werden mit ganz, ganz viel Liebe gefüllt, das wünsche ich mir. Und wie gesagt, wenn du reinschreibst, Didi, ich hab dich lieb, also wie yeah, ja, und dann mindestens 10 Herzchen, du kannst von mir aus auch 200 Herzchen dahinter setzen, das soll mir egal sein, ja, aber mindestens 10, ja, dann nimmst du automatisch an diesem Gewinnspiel dran teil, okay, so machen wir das und ja, ich finde es irgendwie witzig, ich finde es lustig und wie gesagt, ja, ich möchte halt eben dieses Wort yeah einfach mal mit euch allen teilen, okay. Ja, das soll es halt eben dann auch schon gewesen sein und auf jeden Fall machen wir das so, eine kurze Ankündigung noch, ja. Wenn es irgendwann einmal dazu kommen sollte, dass ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange es dauert, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal hier mit meinem Kanal erreichen werde, aber angenommen, ich knacke die 1000er Marke, okay, dann machen wir das auf jeden Fall so, das, was es dann zum Gewinn geben wird, ja, das bringe ich dir persönlich vorbei, okay, das ist doch mal eine Herausforderung für mich, ein Gewinn, selbst den Gewinner zu überbringen, ja, und das wäre echt cool und dann soll mir das auch wirklich scheißegal sein, woher du kommst, ob aus Hamburg, aus Berlin, Freiburg, Stuttgart, aus München, ja, von mir aus der Schweiz, aus Basel oder irgend sowas, ja, das wäre echt genial und das würde ich mir auf jeden Fall zur Aufgabe machen und wenn ich der Didi auf jeden Fall was einem verspreche, ja, dann halte ich das auch, okay, denn ganz ehrlich, was man einem verspricht, das sollte man immer versuchen zu halten, okay, auf jeden Fall. Weil tut man es halt eben nicht, ein Versprechen halten, dann ist es halt eben so, als ob man sich selbst belügt. Und das ist halt eben ein Scheißgefühl, ganz ehrlich, denn ich sage jetzt mal so, einem Menschen zu verarschen, okay, wie auch immer, ja, das kann man machen, ja, okay, der kriegt das ja nicht mit. Aber wenn man einen Menschen nicht verarschen kann, dann ist es sich selbst, okay? So, das wollte ich halt eben nur gesagt haben und wie gesagt, ne, also ich hoffe, das dauert noch auf jeden Fall, bis das halt eben so sein sollte, dass ich diese 1000er Marke erreichen sollte, wenn überhaupt, ich weiß es nicht, auf jeden Fall wäre es richtig cool und dann lade ich dich zum Essen ein in einem Restaurant deiner Stadt, keine Ahnung, vielleicht gehen wir noch ins Kino und so und dann werde ich definitiv eine Nacht im Hotel verbringen und dann am nächsten Tag wieder heimfahren, okay? Und das würde ich auf jeden Fall für alle anderen Abonnenten doch sehr gerne in einem Video festhalten. Ja, wenn du nichts dagegen hättest, hast, wie auch immer. Aber das ist noch ein langer Weg bis dahin und dann werden wir halt eben dann weitersehen, okay? Was ich noch sagen wollte bezüglich halt eben diesem Gewinnerpaket. Ich weiß ja nicht, wer es gewinnt. Ob es irgendeiner aus der Schweiz gewinnt, aus Österreich, aus Frankreich. Also ich habe französische Abonnenten, das weiß ich. Ich habe aus Amerika Abonnenten, das weiß ich auch. Also wenn das wirklich einer gewinnen sollte, der irgendwie außerhalb von Deutschland kommt, ja, dann müssen wir das halt eben mal gucken, wie wir das mit dem Versand machen. Zumal ich halt eben auch weiß, dass ein Versand zum Beispiel nach Österreich, ganz ehrlich, ja, das ist echt nicht gerade billig. Das ist echt ein teurer Spaß, verhältnismäßig, kostet zum Beispiel ein Paket, keine Ahnung, bis 10 Kilo, ja, 24 Euro und 10 Kilo mehr kostet dann irgendwie, keine Ahnung, so 34 Euro und das ist schon echt too much, finde ich persönlich. Und da müssen wir halt immer gucken, wie wir das machen. Im Notfall machen wir das so, ja, dass wir uns das irgendwie versuchen zu teilen. Also
Innerhalb Deutschlands übernehme ich die Versandkosten. Außerhalb, wie gesagt, ich gönne es echt jedem vom Herzen. Aber ich finde das schon krass, ja, wenn ich zum Beispiel hatte letztens ein Paket versendet nach Österreich, ja. Das sind nur 700 Kilometer. Das ist wie von hier Siegen nach Berlin, ja. Ey, da musste ich 34 Euro bezahlen. Ehrlich, ich habe gedacht, wollen die mich jetzt hier verarschen? Das waren wirklich 34 Euro. Und da hatte ich halt eben einfach mal Interessehalber gefragt. Hör mal, ganz kurz, ja, wenn ich das Paket als Express verschicke, dass es morgen quasi dann in Österreich ist, diese 700 Kilometer, ja, was wird mich der Spaß denn kosten? Ja, jetzt halte ich mal fest, ja, 248 Euro oder 238 Euro für das Paket. Also da habe ich gesagt, nein, danke, also für das Geld fahre ich doch dann lieber selber nach Österreich und fahre wieder nach Hause, fahre wieder nach Österreich und fahre wieder nach Hause, ja. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war's, ihr wisst, was ihr zu machen habt, ja. Nochmals, Didi, ich hab dich lieb. Und dann mindestens 10 rote Herze dahinter und dann, wie gesagt, bist du automatisch mit in diesen Pod. In diesem Sinne, Leute, ich verabschiede mich, ich bin raus. Hier seht ihr das, hier ist ein Schweißband, heute mal in Rot mit dem Emblem des FC Bayern München hier drauf, ja. Heute ist es soweit, heute Abend spielt, also ganz kurz abseits vom Fußball, vom Movie-Dasein-Kanal, wie auch immer, ja. Heute, ja, also heute spielt der FC Bayern gegen ja, Real Madrid im Halbfinale der UEFA Champions League, ja, zu Hause in München. Und ganz ehrlich, ich hoffe, ihr alle drückt auf jeden Fall den Bayern, ja, die Daumen, ja, dass die halt eben dann weiterkommen und dass sie halt eben, ja, gewinnen gegen Real, ne? Und das wäre echt mega, zumal, ja, ich bin ein Bayern-Fan. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in Dortmund da bist, ein Gladbacher, ein Schalker, weiß der Geier, was du da bist, ja. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, international sollte man zu jedem Verein halten. In seinem eigenen Land, sagen wir mal so, auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir halt eben heute alle an einen Strang ziehen werden und dass wir halt eben dann die Madrider, ja, förmlich in den Arsch treten werden, okay? Dass sie auf jeden Fall rausfliegen, beziehungsweise im Rückspiel, ja, keine Chance haben werden gegen den FC Bayern, ne? Alleine schon wegen Jupp Heynckes, ich würde ihm echt sehr gönnen, halt eben nochmals das Triple zu holen und dann im Finale dann nochmals gegen Jürgen Klopp anzutreten. Bis dahin ist es natürlich noch ein bisschen zu weit. Aber das war's. Ich war's. Also jetzt zu diesem Video. Wie gesagt, wir können da mal ein anderes Thema reden über den Fußball, ja. Wir machen das auf jeden Fall so. Ich bin jetzt raus. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Hi Leute, sei gegrüßt. Ich bin's, euer, dein Didi von Didis Movie Paradies. Ich mache mich jetzt fertig. Ich werde mir gleich auf jeden Fall eine richtig geile Pizza holen. Also eine auf Italiano, eine Pizza holen. Und ja, ne, werde mir auf jeden Fall dann schön Fußball einziehen. Also das Spiel heute. Ja, und ganz kurz, ich wollte noch jemanden grüßen, und zwar ganz lieb grüße ich an dieser Stelle die Sandra, also hallo Sandra, 86, du hattest ja, ja, erneut nach mir gefragt, wann nochmal ein Video von mir rauskommt, und du würdest dich halt eben gerne freuen, weil es ist voll peinlich, ja, das ist halt eben dieses Video, ich grüße dich ganz lieb hier in diesem Video, und ich hoffe, du freust dich darüber, und ja, hier bin ich nun mal, und bin aber auch jetzt direkt wieder weg. In diesem Sinne, Leute, fühlt euch schon mal gedrückt. Ich bin raus. Ich drücke da oben jetzt auf den Knopf. Ich verabschiede mich und tu mir bitte einen Gefallen. Pass auf dich auf und bitte bleib gesund. Okay? Und ja, was habe ich noch zu sagen? Ja, in diesem Sinne, kennst du Michael Jackson? Also, au! Also, ich kann das jetzt nicht so hoch machen. Auf jeden Fall, Michael sagt ja auch immer zu seinen Fans, ihr seid nicht meine Fans, ihr seid meine Abonnenten, ja. Er sagt ja immer, I love you all. In diesem Sinne, Leute, I love you all, ja. Ich drück drauf, ich bin da weg und wir sehen uns im nächsten Video, okay? Also, mach's gut, bye. Dein DE. Tschüss. Bye. Ciao.